In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben. Ich muss leider im Bad sprechen, weil Lina schläft. Ja, ich war heute beim Frauenarzt, es ist alles super duper. Ich habe halt gefragt wegen meinem, also weil wir in den Urlaub fliegen wollen. Und wenn wir in den Urlaub fliegen, bin ich in der 32. Woche. Und in der 33. Woche kommen wir dann zurück, also 8 Tage nur. Und ich habe halt gefragt, ist das okay und so? Die meinte dann ja. Manche Fluggesellschaften erlauben das bis zur 35. Woche, manche nicht. Wenn die sehen, dein Bauch ist zu dick, kann es auch sein, dass sie nein sagen. Ja, ich habe jetzt das Hotel schon reserviert. Aber noch nicht bezahlt, zum Glück. Ja, ich muss den jetzt absagen. Ich habe nämlich auch im Reisebüro angerufen. Unsere Nachbarin hat ja ein Reisebüro. Und sie meinte auch, Emel, nicht, dass du jetzt buchst für 450 Euro. Und danach sagen die am Flughafen, ja, du darfst nicht fliegen, sie dürfen nicht fliegen oder so. Die meint, das passiert halt manchmal, ne? Wenn die dann einen schlechten Tag haben, dann schicken die dich nach Hause und nehmen 3 andere Leute, dann machen die nochmal Cash, weil das Geld kriege ich natürlich dann nicht zurück, ne? Ja, deswegen haben wir uns jetzt beschlossen, dass wir doch nicht fliegen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte wirklich fliegen. Nina habe ich ja auf der 40. Da war ich 41 Wochen schwanger, da habe ich Lina bekommen. Mit einer Einleitung und ja, Lia wiegt jetzt aktuell 708 Gramm. Und ist 35 cm lang. Es ist alles so, wie es sein sollte. Wir waren gerade mit Lina bei Toys R Us, aber hat heute frei. Und Lina hat eine tolle Küche bekommen. Die waren ein bisschen teuer, aber die Küche ist so schön. Sie hat total viel Spaß damit gehabt. Ich zeige euch die mal. Das ist jetzt Linas neue Spielecke. Und zwar haben wir hier ihre Kuscheltiere. Und das ist die Küche von Toys R Us. Die hat 139 Euro gekostet. Und wir haben die dann zusammen mit Audrey aufgebaut. Die hat jetzt alles reingeschmissen, ne? Ich finde die Küche aber total schön. Hier kann man draufdrücken, dann kommt angeblich Wasser. Dann hat sie hier eine Schürze. Dann hat, da war auch Zubehör dabei. Die Frau, meinte aber zu mir, es gibt kein Zubehör. Das fand ich voll fresh. Ich habe sie gefragt extra und sie meinte definitiv kein Zubehör. Ja, da war jetzt Zubehör, deswegen habe ich auch unnötig Geld nochmal ausgegeben für anderes Zubehör, weil es nicht schlimm. Dann haben wir hier eine Mikrowelle, hier ist eine Uhr, die man auch drehen kann. Dann haben wir hier ein Telefon. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Lina hat die bestimmt irgendwo versteckt. Hier ist übrigens Linas Kochmütze. Dann haben wir hier ein Spüli. Das weiß ich nicht, das ist ein Ofen und das kann man hier halt auch drehen. Total schön. Und hier kann man dann noch Sachen aufhängen. Übrigens schläft Lina. Sie macht ihren Mittagsschlaf angeblich und hat sich an das Pullover gekuschelt. Genau. Die Dame. Wir waren gerade bei McDonald's. Wir waren vorher einkaufen. Und ich muss jetzt gleich auch sofort packen. Audrey und Alan sind nämlich unser Auto abholen gefahren. Alan ist übrigens Audrys Freund. Und ich wollte euch ganz kurz unseren Einkauf zeigen, weil immer viele danach fragen. Nach einem Food Hall. Und bitte verurteilt mich nicht. Wir sind hungrig dahin gegangen, deswegen ist es ein bisschen. Und jemand hat gesagt, trag bitte nicht die schweren Tüten. Ich mache das wirklich nur, also ich trage die gar nicht, wenn Audrey hat die gerade hochgetragen kurz. Ich tue die nur hier hoch, weil mich das nervt, wenn ich mich jetzt verbücken muss. Sorry Leute, ich musste gerade niesen. Oh. Ich glaube, ich muss mich doch bücken. Die Tüten sind viel zu schwer für mich. So. So, was haben wir gekauft? Einmal Eier aus der Freilandhaltung. Ich versuche immer darauf zu achten, aber manchmal wird es dann doch von der Bodenhaltung. Leider. Dann einmal Super Sandwiches. Dann Joghurt. Diese 1 Kilo Joghurt sind viel zu groß für uns. Ich merke das jedes Mal. Also die verschimmeln dann oder das Datum läuft ab. Ja, leider Gottes. Dann einmal Vollmilch. Ich habe jetzt nur eine Packung mitgenommen. Und dann zweimal ACE-Saft. Die sind auch ohne Pfand. Das finde ich halt immer wieder ganz
Gut, dann habe ich hier keine volle Pfandtüte. Dann habe ich für Lina diesen Saft mitgenommen. Eigentlich halte ich nichts von denen. Früher haben wir viel davon gekauft, aber jetzt haben wir das mitgenommen, weil wenn ich auf den Spielplatz gehe, will ich nicht, dass sie mit dem Sand die Flasche anfasst. Weil manchmal nimmt sie das dann so und die Flasche ist schon auf und das ist nicht so lecker, ne? Deswegen das für den Spielplatz. Dann habe ich einmal von Bevola, also ist glaube ich die Kauf mit Eigenmarke, ich weiß nicht, Fruity Grapefruit, das ist eine Limited Edition, kostet nur 55 Cent, aber riecht super lecker. Dann große Kartoffeln habe ich bei Kaufland gekauft. Ihr seht, die sind sehr, sehr groß. Also bei Kaufland gibt es die auch, nicht nur beim Kürbis. Dann einmal Gurken. Ich glaube, das hier ist ausgelaufen. Oh, Schatz. Ich habe das nicht richtig zugemacht. Ich habe nämlich dran gerochen. Softlan war im Angebot. Jetzt habe ich Pech gehabt. Und dann haben wir nochmal Gelb und Blau. Öl, lecker. Moment, ich muss ganz kurz die Tüte rausstellen, sofort. So, dann kommt auch direkt die nächste Tüte. Wir haben übrigens noch so zwei Sixpack Mineralwasser gekauft, die kleinen Flaschen. Dann habe ich für mich einmal Always mitgenommen. Die brauche ich in meiner Schwangerschaft auch, ja. Dann einmal Milchschnitte. Dann zweimal Activia. Ich liebe Activia. Also die schmecken super lecker. Einmal mit Mango-Maracuja ist es, glaube ich, oder? Nee, Pfirsich-Maracuja und einmal mit Vanille. Dann habe ich mitgenommen dreimal Kräuterquark, gleich für den Pumpkisch. Dann einmal Geflügel, nee, Putenwiener. Zweimal Koffeefee. Eigentlich waren die anderen im Angebot, aber die waren ausverkauft. Einmal Apfelmus, darauf hatte ich total Lust. Aber man hat ja auch alles Lust, ne, wenn man Hunger hat. Einmal Mais. Einmal Bananen. Dann habe ich momentan so eine Phase, ich kann morgens, muss ich Latte Macchiato oder irgendwas trinken, also das Kalte. Kaffee oder so mag ich nicht und letztens hat jemand geschrieben, ich soll das nicht trinken, das ist nicht gut fürs Baby. Leute, es gibt Frauen in der Schwangerschaft, die trinken 3-4 Gläser Kaffee und das ist Kaffee mit Milch gemischt. Also da ist noch lange nicht so viel Kaffee, also ist nicht so hochprozentig wie der normale Kaffee. Also ich finde, man sollte auch nicht zu streng sein mit sich in der Schwangerschaft. Ich meine, wenn ich Lust auf ein Glas Limonade habe oder Lust auf ein Glas Cola, dann trinke ich das auch. Solange das nicht zu häufig ist, finde ich das voll okay. Was natürlich total tabu ist, Alkohol und Nikotin in der Schwangerschaft, das geht gar nicht. Also dann habe ich Chips gekauft. Für Lina haben wir einmal diese Hörnchen gekauft, die sind gefüllt mit Karamell und Milch. Also ab und zu ist das mal gut, wenn sie dann was Süßes zum Frühstück bekommt. Dann einmal Geflügelmortadella, Audrey hat Lust auf Kinder Bueno, Audrey hasst eigentlich Schokolade, das hat mich voll gewundert. Wisst ihr, was ich voll scheiße finde bei Kaufland? Dass die keine Deckel haben. Nicht mal einer hatte einen Deckel davon. Das ist so voll umständlich, finde ich. Dann einmal Poppyfee nochmal. Einmal Delikatessen-Mayonnaise. Lina, nein! Nein! Komm hier hin jetzt! Nein, lass das bitte! Komm hier hin! Lina! Komm hier hin bitte! Dann, das hat mich so angesprochen, das ist so pink. Lila, das ist wohl neu. Pink Jasminblüte. Das riecht so gut. Ich wollte eigentlich mehr kaufen, aber wir haben noch zu Hause. Deswegen, aber nächstes Mal kaufe ich mehr. Obwohl, das ist eine Limited Edition. Ich hoffe, die gibt es da noch. Dann zweimal Mozzarella. Gouda. Jung. Fruchtcocktail, darauf hatte ich auch wieder Lust. Ich hole aber nicht die großen. Früher habe ich den Fehler gemacht. Ich habe die großen geholt und am Ende ist die Hälfte im Müll gelandet auch. Obwohl, da hier denke ich mir auch, das ist zu klein eigentlich. Ne? Naja. Und dann haben wir mitgenommen Brot.
Das ist einfach ein Weizenbrot, einmal Salz, eine Gurke. Ich habe echt nicht viel geholt, weil frisches Gemüse, bei dem Wetter hole ich nur frisch. Also hier bei uns. Da fahre ich jetzt nicht extra mit dem Auto. Und einmal Kellogg's. Das sind meine Lieblings-Kellogg's. Das war's auch. Ich sortiere das ganz kurz ein. Und ich habe ein Paket bekommen, das wollte ich euch zeigen. Von Träumeland. Für die Lia habe ich da bestellen. Habe ich da was bestellt. So, aber das räume ich jetzt erstmal auf. So, ihr Lieben, ich habe gerade das Paket aufgemacht von Träumeland. Und schaut mal, wie schön. Das ist einmal das Schlafsack für die Lia. Total schön, das Design, ne? Total schön verpackt. Und der Stoff, wenn ihr den anfühlen könnt, der ist so weich. Und das ist auch so ein 2-in-1 Schlafsack. Das heißt, das da drunter ist getrennt. Das könnte man auch als Sommerschlafsack benutzen. Also was heißt Sommer? Im Frühling zum Beispiel. Das ist jetzt Größe 56-62. Ich denke mal, der wird auch passen bis zum Frühsommer. Also den Frühling wird sie auf jeden Fall da drin schlafen können. Ich finde das super schön. Das hat sehr schönen Muster, ein schönes Muster mit Herzchen. Ist dreiteilig. Ich finde es super schön. Für sicheren und gesunden Babyschlaf. Sehr, sehr schön. Und das zweite Teil zeige ich euch mal. Ich verlinke euch die Sachen auch unten in der Infobox. Achso, ich habe auch ein Spucktuch dazu bekommen. Voll süß. Da gibt es übrigens auch Matratzen, Stillkissen, Bettausstattung. Also alles gibt es da. Und zwar ist das so ein... jetzt kommt nicht drauf. So ein Mulltuch. Und dann haben wir noch so ein Stillkissen bestellen dürfen. Und ich weiß, die Stillkissen sind auch die Rettung noch in der Schwangerschaft, damit soll man sehr gut schlafen können. Und ich hatte so einen geilen Stillkissen auch im Krankenhaus. Und Leute, mit einem Stillkissen zu stillen ist 1000-mal praktischer, als wenn du jedes Mal so ein Kissen von der Couch oder so mitnehmen musst. Oh, das fühlt sich auch sehr gut an. Ich lege das auch direkt in ihr Bett. Das ist auch grau mit Sternchen. Ja, Erstausstattung ist komplett grau. Da sind so kleine Mini-Kugelchen, Kügelchen drin. So schön. Auch ein sehr, sehr schöner Stoff. Sehr weich. Also der Bezug ist von, aus 92% Baumwolle, 8% Elastan. Und die Füllung aus feinen, geräuschearmen EPS-Kügelchen. Der Innenbezug ist 92% Polyester und 8% Elastan. Sehr, sehr schön. Ich lasse das natürlich jetzt noch drinnen. Und einen Monat bevor die Maus dann auf die Welt kommt, packe ich das dann aus. Ich packe das oben drauf. Und das ist schön verpackt. Also das kommt nicht einfach so. Das kann man halt, ne, wenn man das nicht mehr braucht, wieder reinpacken und fürs nächste Kind dann auch wieder. Sehr, sehr schön. Getestet von Mama. Marilys Schild. Elastisch. Es ist auch noch sehr schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei Träumland. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut über die Sachen. Ja, ich bin mal gespannt, wie auch der drauf reagiert. Der freut sich bestimmt total. So langsam, ne? Gehen wir jetzt auf die 30. Woche zu. Hier ist auch ein Heftchen dabei. Hier steht dann drin, wie viel Schlaf ein Baby ungefähr benötigt. In welcher Zeit. Dann Schlaftipps. Hier, Alter, eine Woche, 16,5 Stunden am Tag. Krass, ne? Zum Beispiel Lina ist jetzt fast 3 Jahre alt und sie braucht am Tag ungefähr 12 Stunden Schlaf. Das stimmt auch, ja. Die verkaufen übrigens auch Babymatratzen. Wir haben jetzt keine gebraucht. Decken, Kissen, Wickelauflagen, Maultücher, Spannbetttücher, Bettwäsche, Still- und Seitenlagerungskissen haben die auch. Das stimmt. Diese Seitenlagerungskissen brauchen ja auch ein paar Babys. Ja, und hier, Berührung ist Nahrung für die Seele. Ja, das stimmt auch allerdings bei Neugeborenen. Und was ist das? Das ist auch ein Häppchen. Ich glaube, hier stehen die ganzen Produkte drin, die die haben. Aber ich werde euch unten in der Infobox mal deren Seite verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken. Und das kann man ausschneiden und an die Tür hängen. Und hier steht dann, pst, Lia schläft. Total süß.
Sehr schön. Danke auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Die Produkte sind top. Also die Qualität von beiden Produkten ist sehr, sehr gut. Sehr schön. Ist auch TÜV getestet, ne? Übrigens, das muss ich dazu sagen. Und ist 1,80 Zentimeter groß. Lena, dir geht's sehr gut, ne? Ja. Ja, sieht man. Hallo. So, jetzt müssen wir aber aufräumen. Alan kommt gleich, ne? Schaut mal, wie schön das aussieht. So schön. Oh Gott. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in, you wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see. Wir haben gegessen, ich habe abgespült. Ja, ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Wir haben auch schon 19 Uhr, glaube ich. Ja, unser Auto fährt ganz gut. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Und ich habe dem Hotel geschrieben, dass wir doch nicht kommen können. Und der meint dann, ja, dann erwarten wir euch zu viert nächstes Jahr. Also die waren sehr, 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 sehr zuvorkommend. Genau, also das war total lieb. Ich dachte, der wird vielleicht sauer oder so. Ja, aber im Gegenteil. Der meinte, dann erwarten wir euch zu viert. Die Geburt und das Kind ist wichtiger. Tja, das ist natürlich, ne, ein totaler Pluspunkt. Und sonst gibt's eigentlich nichts. Also ich bin heute irgendwie voll down. Ich habe total die Wadenschmerzen. Ich werde jetzt auch von Auda hier diese Magnesium-Tabletten nehmen, das sind 500er, also 500 Milligramm. Aber ich habe wirklich diesen hochdosiert. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen darf. Steht das hinten drauf? Hier ist ein Beipackzettel. Ja, ich habe so Schmerzen, Leute. Ich glaube, ich muss googeln. Oder ich frage auf Instagram. Ich bin zu faul. Ich weiß echt nicht, ob man die nehmen darf. Da steht nichts zu schwanger drauf. Nee, dürfen die Schwangeren nicht nehmen. Für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Stillende sowie Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion nicht geeignet. Und ich habe momentan totalen Sodbrennen. Aber da kann ich euch nur empfehlen, trinkt einen Schluck Milch und dann soll er so brennen, schluckdiwupp weg. Und letztens hat jemand, also ich wurde jetzt schon mehrmals gefragt, seitdem ich wieder aufnehme, wie ich am Spülen bin. Leute, ich muss diese Handschuhe tragen, weil ich hier sonst Schuppenfechte bekomme. Das wissen auch die, die mich länger verfolgen. Also meine Hautärztin meinte, ohne Handschuhe soll ich auf keinen Fall das Wasser anfassen, weil unser Wasser enthält sehr viel Kalk. Generell in Köln ist das eigentlich so das Problem. Also das ist das, warum ich Handschuhe trage. Nicht, weil ich mich vor dem Essen ekle oder so, ne? Ja, sonst gibt's nichts. Ich lege Lena jetzt schlafen und ich würde sagen, ich beende den Vlog auch hier. Ich denke mal, der ist jetzt lang genug. Ich habe ja auch unseren Einkauf gezeigt. Ja, ich würde sagen, bis übermorgen, ne? Also, habt einen schönen Tag, genießt eure schmerzfreien Tage. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und an alle Schwangere, ich hoffe, ihr habt keine Schmerzen oder Übelkeit oder irgendwie sonst was. Ich drücke euch die Daumen. Wenn ihr Wadenschmerzen oder so brennt habt, ich leide mit euch. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also bis übermorgen. Tschüss.